Ja, mein Name ist Iris Woltemate. Ich bin zuständig in der Blutspendezentrale der Universitätsklinik. Also konkret haben wir diese Woche eine Aktionswoche. Das heißt, von Montag bis einschließlich Samstag kann man jeden Tag 10 Preise gewinnen. Und heute konkret haben wir den bewegten Tropfen, den sieht man hier noch hinter mir. Wir wollten das Thema Blutspende und wie wichtig die Blutspende ist, mitten in die Stadt tragen, mitten zu den Leuten tragen. Von daher haben wir diesen wunderbaren Tropfen, der hier alle halbe Stunde über den Augustinerplatz getragen wird. Wir sind in der Uniklinik ja stolz darauf, dass wir quasi Selbstversorger sind. Wir dank der Freiburger Bevölkerung und den Menschen in der Umgebung schaffen wir es jedes Jahr, um die 30.000 Blutspenden einzusammeln. Und dafür brauchen wir 15.000 bis 16.000 Personen, die das leisten. Im Moment ist es so, dass wir deutschlandweit und auch internationalen Rückgang an Blutspenden erleben. Insofern müssen wir vermehrt auf die Leute zugehen und schauen, dass auch junge Leute, vor allem junge Leute, nachkommen, nachwachsen. Wir brauchen für jeden, ich sag mal, älteren Spender, der nicht mehr spenden darf, 3 junge Leute, um die gleiche Kapazität zu erreichen. Wir sind besonders dankbar für Spender mit der Blutgruppe 0 negativ. Ja. Diese Blutgruppe kann einfach jedem anderen Menschen übertragen werden. Insofern braucht es da wenig Vortests, wenn es schnell gehen muss. Man weiß einfach, man kann diese Blutgruppe nehmen. Leider ist die relativ selten. Aber wir appellieren natürlich immer auch an die Null-Negativ-Spender zu kommen. Nichtsdestotrotz, wir brauchen wirklich jeden Spender und jede Blutgruppe. Baden FM.